Tag an alle Webinarteilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Dender und ich freue mich heute auch im Namen von FXLED natürlich zum ersten Mal Marc Pötter präsentieren zu können mit seinen Setups und dem super oder mit dem Smart Trend Indikator. Ne? Er zeigt dann während des Webinars mögliche Ein- und Ausstiege mit dem Indikator und als professioneller Trader ist natürlich, sage ich mal, in dieser Richtung auch sehr prädestiniert. Bevor wir jedoch starten können, die Risikohinweise zu dem Webinar. Das heißt, das Webinar dient nicht zu Schulungszwecken oder dient nicht, sondern dient nur zu Schulungszwecken. Wir treffen keine Handelsentscheidungen und das dient nicht zur Hand, ist also keine Empfehlung in dem Sinne. Und die Meinung des Referenten muss nicht der von FXFlat entsprechen. Vielleicht mal ein kurzes Feedback. Bin ich gut zu hören? Kann ich an den Marc übergeben? Super, danke Andreas. Dann übergebe ich das Mikro an den Marc Ja, Pötter. Wolfgang, vielen Dank auch von meiner Seite und herzlich willkommen. Ich übertrage mal eben meinen Bildschirm, dass wir direkt loslegen können. Ja, für die Leute, die neu sind, mein Name ist Marc Pötter, seit mittlerweile 13 Jahren professionell Trader und Investor auf der einen Seite. Ich habe eine eigene Firma mit einem kleinen Team, Smart Markets, bin also nicht von FXFlat. Und da machen wir vorwiegend, dass wir Handelssystem programmieren, Indikatoren programmieren, genau das, was wir auch dann heute zeigen. Und auf der anderen Seite habe ich über 90% meiner Altersvorsorge liegen langfristig hinten in Aktien. Also deswegen das so die beiden Sachen, die mich interessieren, Daytrading und halt die langfristige Aktienanlage. Heute soll es darum gehen, dass wir uns mit einem entwickelten Indikator uns das Leben etwas erleichtern. Ist ein Trendindikator, deswegen auch der Name Smart Trend. Wichtig ist, das ist ein Projekt von Smart Markets. Ja. Ihr habt den Vorteil, dass wenn ihr den einsetzen wollt in eurem Konto, dass euch das FXFlat finanziert. Und deswegen da gerne hier auf die Webseite, die hier unten drin steht. Ich werde die nochmal reinkopieren in den Chat, wer den haben möchte. Ihr seid es komplett kostenfrei. Also von daher eine sehr schöne Sache. Und auch danke da an FXFlat, dass ihr das für eure Kunden macht. Das ist nicht üblich, sowas. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie wir den einsetzen können. Ja, ich trage das nochmal eben hier ein in den Chat. Da habt ihr den Link. Wichtig ist, wenn ihr ein zweites Konto brauchen solltet, das wird euch FXFlat sagen, eine formlose E-Mail reicht aus. Ja, wir haben Anfragen bekommen, ich will nicht nochmal den Kontoantrag machen, muss man nicht. Ne? Es reicht eine formlose E-Mail aus, steht auch auf der Webseite drauf. Und der Vorteil ist, man kann also mit einem Doppelklick dann zwischen den Konten wechseln oder du kannst auch dann den MetaTrader doppelt installieren. Der kann parallel offen sein, dass man also auch in zwei Konten parallel handeln kann. Also ganz simpel, wie man das einsetzen kann, das nur zum Hinweis, weil da Missverständnisse auftraten, dass man einen neuen Kontoantrag oder dergleichen machen müsste. Wenn So, ich das, wenn hier. ich das mal eben ergänzen darf, bevor du weitermachst. Wenn ich Gerne. das mal eben ergänzen darf, bevor du weitermachst. Also nur eine E-Mail wird nicht genügen, weil wir antworten ja darauf und dann sind drei Fragen zu beantworten, die die Stammdaten betreffen. Ne? Dass man die noch einmal bestätigt und erst dann, wenn die bestätigt worden sind, erst dann können wir das Konto eröffnen. Ja, und wir brauchen natürlich einen aktuellen, wenn der Personalausweis beispielsweise nicht mehr aktuell ist, bräuchten wir dann natürlich einen neuen. Aber das wird dann individuell geregelt. Ja, genau. Also, was ich damit sagen wollte, ist halt einfach, man muss keinen neuen Kontoantrag da durchgehen, sondern man sagt, ich möchte ein zweites Konto haben. Dann kommt die Frage, hat sich irgendetwas verändert? Sind die finanziellen Verhältnisse gleich? Ja. Und dann hat man das Konto auf. Also, Genau, genauso ist es richtig. Korrekt. perfekt, perfekt. Genau. Also, darum geht es halt, dass man nicht wieder erst nochmal einen ganzen Kontoantrag machen muss und das und dies. So, okay, super. Danke dir, Wolfgang. So, das ist der Indikator. Und zwar geht es halt darum, wir wollen Trends handeln. Und das ist auch wichtig, dass natürlich jeder Indikator die Stärken, die er hat, auf der anderen Seite hat er da natürlich auch Schwächen. Das heißt, wir wollen mit dem Indikator Trends handeln, die typischerweise also so nach oben gehen, oder wir wollen Trends handeln, die entsprechend nach unten gehen. Logischerweise in der Seitwärtsphase, wenn der Markt so laufen würde, da würde der Indikator auch entsprechend Fehlsignale generieren.
Also das ist halt wichtig zu wissen. Also wir haben noch keinen Indikator, der in allen Marktphasen, in allen Instrumenten immer das Richtige anzeigt. Ja, also von daher, wir müssen immer gucken, was für ein Instrument wollen wir handeln. Wir wollen also tendenziell damit trendstarke Instrumente handeln und natürlich auch so von der Zeit her schauen, dass so ein Instrument auch trendstark sein kann. Ne, hier haben wir schon mal sehr schön, ich zeige es mal vielleicht auch von gestern. Ne, das ist so ganz, ganz typisch hier. Wir haben jetzt hier den Nasdaq 100. Ja, wir sehen, dass halt morgens, wo noch gar kein Haupthandel da ist im Nasdaq, haben wir eine absolute Seitwärtsphase. Das ist überhaupt nicht das, wo wir den Indikator einsetzen wollen. Ja, wir wollen dann halt ab nachmittags, wenn also entsprechend, wir sehen es hier, dass die Volatilität steigt und dann kommen auch entsprechend die Trends. Und das hier abends, nicht wundern, das war die Notenbanksitzung, also die FED-Zinsentscheidung. Da wurde gesagt, dass die Zinsen nicht weiter angehoben werden und es wurde auch in Aussicht gestellt für 2024, dass es eine Zinssenkung geben kann. Und Goldman Sachs als einer der führenden Banken in den USA, die gehen sogar davon aus, dass die Fed in Zukunft sogar dreimal in Folge die Zinsen wieder senken könnte. Das ist natürlich etwas, was für die Aktienmärkte Auftrieb gibt. Und deswegen haben wir auch da diesen absoluten Schuss nach oben im Nasdaq. Ja, ganz interessant. Wir sind nicht mehr weit weg vom Allzeithoch. Ja, ihr seht hier, da ist das Allzeithoch bei 16.780 circa. Also das sind 180 Punkte. Das könnten wir heute vielleicht sogar reißen. Also wenn der Markt entsprechend steigt, aber das ist tatsächlich eine Tagesvolatilität, die ausreichen würde, dass wir hier über das Allzeithoch drüber gehen. Dow Jones, DAX haben schon das Allzeithoch. Das können wir uns mal eben anschauen. Hier ist der Dow Jones. Ne, und hier seht ihr auch in dem Moment, wenn wir den Trendmarkt haben, dann haben wir sehr viele grüne Kerzen in Folge oder auch hier sehr viele rote Kerzen in Folge. Das ist genau das, was wir mit dem Indikator handeln wollen. Vielleicht nochmal kurz zum Setup, weil da haben wir die Nachfrage. Kommt, ich zoome mal ein bisschen rein. Wir wollen uns also anschauen, also quasi erstmal wollen wir gucken, dass wir natürlich in einem Trendmarkt drin sind. Ja, also von daher das, was ihr über Trendmärkte kennt, über Trendtheorie und dergleichen, das natürlich gerne mit einfließen lassen. Und wenn wir also sagen, okay, es kann zu einem Trend kommen, dann schauen wir, wann gibt es einen Wechsel der Farbe? Ja, das wäre also, ich sag mal, zum Beispiel, zeige ich das jetzt mal hier unten. Ja, wir haben jetzt hier rot, also jetzt hier diese beiden Kerzen, die sind rot. Dann kommt eine graue Kerze. Graue Kerze sagt für uns Seitwärtsmarkt, Seitwärtsbewegung. Da machen wir nichts. Und in dem Moment, wenn nach der grauen Kerze die grüne Kerze öffnet, das wäre jetzt hier in dem Fall da gewesen. Die Kerze ist schon mit der Öffnung, hat sie schon die Farbe, die sie auch später behält. Ja, das hat den ganz großen Vorteil, dass wir also in dem Moment, wenn die Kerze öffnet, schon sehen, ist die Indikation im Trend eher long oder war eher short. In dem Moment steigen wir hier mit der Kerze long ein. Das heißt, hier würden wir long einsteigen. So, da. Und würden dann den Stop-Loss unter die graue Kerze setzen. Das heißt, hier hin. Da kommt der SL hin. Ja, und dann geht der Kurs sogar noch ein bisschen runter bis hierhin und dann schießt er entsprechend nach oben. Und das ist auch das, so wie ich handle. Ich handle also nicht so, dass ich eine sehr hohe Trefferquote habe. Ich handle mit einem hohen CRV. Das heißt also mit einem hohen Chance-Risiko-Verhältnis. Und wenn wir uns das mal ausmessen hier, vom Einstieg zum Stopp, das sind 10 Punkte. Und dann geht es mal eben 100 Punkte rauf. Ja, das ist ein 10er CRV. Und das ist das im Prinzip, wo der Indikator seine absoluten Stärken hat. Das ist natürlich nicht immer so. Ja, ich sage mal, wenn ich zum Beispiel jetzt hier vorher Short einsteige und ich setze das hier drüber, ja, da werde ich im Prinzip plus minus null oder sogar eher im Verlust rausfliegen. Ja, aber wie gesagt, das ist in dem Sinne halt nicht schlimm. Einfach halt, weil ich halt relativ häufig, gerade wenn wir trendstarke Marktphasen haben, dass ich halt dann mit diesem Indikator dann ein Vielfaches von dem, was ich halt einsetze, verdienen kann. Ja, also das ist halt ganz, ganz wichtig hierzu. Jetzt haben wir noch 5 Minuten bis zur Markteröffnung. Gerne auch, wenn ihr Fragen habt, in das Fragenfenster von dem GoToWebinar, also von diesem Webinar-Tool eintragen. Ich freue mich immer, wenn es ein bisschen mehr ein Dialog ist als ein reiner Monolog. Ja, aber das ist halt der Vorteil, dem Indikator haben. Ja, oder auch jetzt hier zum Beispiel. Wir haben quasi hier unsere graue Kerze. Nach der grauen Kerze, die öffnet rot. Stopp wäre hier oberhalb der grauen Kerze. Das heißt, wir haben hier so 8 Punkte, 9 Punkte Risiko. Und auch hier sind wir schon 15 Punkte runter. Also es ist gerade halt, ist der interessant für Scalper.
Das ist jetzt hier im 1-Minuten-Chart. Ich teste auch gerade, das kam letzte, besonders vor 2 Wochen, von einem Teilnehmer hier drin, eine sehr gute Anregung. Schaut euch auch mal die 3 Minuten an. Na, die sind sehr interessant, ist ein kleines bisschen glatter sozusagen als die 1 Minute, aber nicht so träge wie die 5 Minuten. Also auch da quasi ruhig mal in diese Zwischenebene reinschauen. Die bekommt ihr entweder hier rechte Maustaste drauf, anpassen. Und dann habt ihr hier die entsprechende Zeit eben, die ihr hier damit rüberfügen könnt. Oder aber noch einfacher rechte Maustaste. Und dann haben wir hier Zeitrahmen und da könnt ihr auch hier auf Minuten gehen. Und dann seht ihr hier die ganzen Einstellungen, also von 1, 2, 3, 4, 5 Minuten, 6 Minuten, 10 Minuten und so weiter, die man da mal durchtesten kann. Ja, also da ruhig tatsächlich auch je nachdem, was für ein Instrument ihr handelt, ruhig unterschiedliche Zeitebenen testen. Ja, wichtig natürlich auch, dass ihr immer schaut, wie hoch ist der Spread. Und damit meine ich nicht absolut, sondern im Verhältnis zu der Schwankung, zu der Volatilität. Ja, aber auch zum Beispiel im Stundenchart. Ich habe jetzt hier mal rausgesucht, weil das auch relativ trendstark ist, den Austral-Dollar-Schweizer-Franken. Ja, hier sehen wir, dass wir also auch dann nach dieser Methode hier zum Beispiel einen Einstieg hätten. Ein Stop-Loss hätten wir hier 14 Pips drunter, beziehungsweise eher, ich sag mal, 16 Pips mit dem Spread draufrechnen. Ja, und dann geht es mal hier eben entsprechend 98 Pips rauf. Ja, also auch da ruhig in die Vergangenheit schauen, dass ihr einfach halt seht, haben wir hier ein trendstarkes Instrument oder nicht. Ja, der Vorteil ist, das, was ihr live seht, das seht ihr auch im Nachhinein. Ja, das war mir wichtig, dass wir das so programmieren, dass es kein nachzeichnender Indikator ist, sondern dass der Indikator das Gleiche macht, wenn ich ihn live handle, als wenn ich ihn mir im Nachhinein anschaue. Ja, auch der Euro-Dollar mittlerweile, wo der wieder etwas mehr Volatilität hat, interessant. Ja, auch zum Beispiel hier, wenn wir uns das halt anschauen. Ja, wir haben, also ich fange mal hier starten. Ja, wir haben hier Grau, da kommt die grüne Kerze, Einstieg, Stop-Loss hier drunter. Dann geht es halt erstmal rauf. Ne, hier kommt die Drehung. Dann haben wir hier mit der roten Kerze einen möglichen Short-Einstieg, Stop-Loss hier drüber. Geht im Prinzip bis hier runter, es dreht wieder. Hier kommt die grüne Kerze, Stop-Loss unter die graue. Ihr seht, ja, der Stop-Loss ist oftmals sehr, sehr eng, was den ganz großen Vorteil hat. Wir haben hier dieses Vielfache von unserem Risiko. Ja, das ist ein Riesenvorteil. Also das erfordert schon ein bisschen Übung. Das ist tatsächlich wie mit allem im Traden. Wir haben keine Gelddruckmaschine. Das heißt, es ist immens wichtig, dass man sich da dran setzt und auch da mal wirklich über mehrere Wochen das intensiv beobachtet und halt anwendet. Also ich sage immer, Erfolg ist 10% Inspiration und 90% Transpiration. Die Inspiration ist die Strategie, der Indikator, 90% Transpiration, ja, dass man schwitzt, also die Ärmel hochkrempeln und üben, üben, üben. Und das ist einfach wichtig. Also ohne das werden wir es im Prinzip nicht schaffen. Also so zumindest die Erfahrung. Und es war ja bei mir auch nicht anders. Es ist ja auch nicht so, dass ich von heute auf morgen professioneller Trader geworden bin, sondern auch ich musste dafür einige Jahre lang hart ackern. Aber ich hatte den Nachteil in dem Sinne, dass ich die Strategien, die wir anwenden, mit selbst entwickeln musste. Ja, ihr habt einen großen Vorteil, dass halt so, ihr könnt einen fertigen Indikator einsetzen. Und das wirklich, wie gesagt, gerne. Aber trotzdem, ja, selbst wenn man solche Tools nutzt, egal was für ein Tool man nutzt, meiner Meinung nach ist es einfach wichtig, dass man da übt, übt, übt. Und von daher eher mal mit einer kleinen Größe anfangen, aber tatsächlich üben, angucken, wie gesagt, rauszoomen, Zeiteinheiten unterschiedlich anschauen. Und gerne auch, wenn da Fragen sind. Wir machen dieses Webinar ja alle 14 Tage oder so grob gesagt im Prinzip zweimal pro Monat. Und ne, gerne dann halt auch mit den Fragen hier reinkommen und sagen, Marc, da und da, ich habe das so und so gemacht, das klappt nicht oder so. Ne, dafür bin ich da. Also ich gebe da gerne Feedback. Also das darf gerne so sein, dass ihr da auch mal selbst halt weiterkommt. Also ne, nutzt das ruhig hier als eine Art Coaching-Session. Herzlich gerne, weil davon profitieren ja andere auch dann wieder. So, wir gehen jetzt nochmal zurück. So, jetzt haben wir nämlich 15:30 Uhr. Ja, ich würde gerne auch irgendwo hier eigentlich auf einen steigenden Kurs setzen in den Nasdaq. Einfach halt, weil wir da Richtung Allzeithoch laufen.
Sollen wir sich mal auf die 3 Minuten gehen, dass wir das ein bisschen glatter haben. So, ich nutze einen eigenprogrammierten Chart Trader. Das heißt also, dass ich mit einem Klick, werde jetzt auf einen Klick stellen, einsteigen kann. Auch den könnt ihr kostenfrei bekommen als Live-Kunde. Mal kurz gucken. 1. Da ändert sich aber nichts erstmal. Also Frage noch, wie bekommt man hier den Chart Trader auf den gleichen Link gerne gehen? Hier und einfach hier unten rechts kurz Daten eintragen, Nachricht, bitte Chart Trader zusenden. Ja, auch im Prinzip, wenn ihr sonst was habt, Fragen oder so, hier unten rechts über dieses Formular könnt ihr uns immer erreichen direkt. Der Ein-Klick-Trader heißt Chart Trader. Also wie das Chart, also quasi wie es hier oben steht, Chart Trader, weil ich halt direkt aus dem Chart handeln kann. Und ich zeige es nochmal ganz kurz. Ja, ich gebe halt einfach einen Wert prozentual und dann habe ich immer das gleiche Risiko mit einem Klick, was er mir ausrechnet. Und ich kann also auch eine Pending Order setzen, will ich jetzt nicht machen. Ich will jetzt quasi mit einem Klick rein. Jetzt müssten wir auch in 20 Sekunden die neue Kerze haben. Mal ganz kurz gucken, wie es in 1 Minute haben wir schon die grüne. Okay. So, da kommt die grüne. Wir gehen hier drunter. Steige ein, ne, und ihr seht, ich bin direkt mit einem Klick drin. Wichtig ist dann hier mit einem den einen Klick wieder ausmachen, weil wenn ihr nochmal klicken würdet, in dem Moment hättet ihr die zweite Position auf. Das heißt, ich muss nur dahin klicken, wo ich meinen Stop-Loss haben möchte, und dann wird die Menge genauso ausgerechnet, dass ihr immer das gleiche Risiko habt. So, jetzt will ich mal rauszoomen. Jetzt können wir auch sogar eine Zeit eben höher gehen, ne? Das ist alles dann entsprechend unkritisch. Mal hier gucken, weil da ist noch ein relevanter. So, die Linie und hier oben ist das Allzeithoch. So, und dann kann ich natürlich ganz bequem in dem Moment, wenn ich den Trade mit einem Klick drin habe, Risiko ist richtig drin, dann kann ich einfach hier die Einschießlinie packen, ziehe die nach oben in dem Fall in den Gewinn und kann entsprechend mein Take Profit setzen. Ja, das ist quasi nicht extra mitprogrammiert, aus welchem Grund? Weil nach meiner Vorgehensweise oder auch was ich persönlich Leuten raten würde, ich würde immer den Take Profit nach der Marktsituation setzen. Ja, das heißt also Folgendes zum Beispiel, in dem Moment, wenn wir sehen, dass wir halt einen starken Trendmarkt haben, ja, wir haben einen starken Trendmarkt meinetwegen und wir sehen, dass der Indikator, der wird grün, meinetwegen dann hier, dann wird der grün. Ich steige ein und habe meinen Stop-Loss meinetwegen hier drunter. Ich bin hier eingestiegen und ich bin in einem starken Aufwärtstrend. Dann will ich natürlich davon auch ausgehen, dass der Markt auch entsprechend erstmal seinen Aufwärtstrend fortsetzt. Also dann habe ich tendenziell ja ein deutlich weiteres Ziel, als wenn ich zum Beispiel in so einer Marktphase bin, wo ich einen leichten Aufwärtstrend habe. Ja, im leichten Aufwärtstrend würde ich vielleicht eher darauf spekulieren, dass er das höhere Hoch hier macht und dann wieder abverkauft wird. Im starken, wenn ich so einen starken Trend habe, ja, dann will ich natürlich irgendwie deutlich weiter hoch.
Also Charttrader bitte hier über die Seite anfordern, hier rüber, über dieses Formular und dann können wir dir alles zuschicken. So, jetzt mal gucken. Das ist natürlich immer nicht so ganz eindeutig bei der Markteröffnung, wo es erstmal hingehen kann. Ja, aber das ist ja auch ganz genau der Grund, weswegen ich immer ein eigentliches Risiko handeln will. Ja, weil es halt im Prinzip passieren kann, dass wenn wir einmal in 2 Wochen hier im Webinar sind, dass die Trades nicht laufen und dass sie sonst laufen. Ne? Deswegen halt auch wichtig, ne, dass man sich da einarbeitet, reinguckt. Also, ne, ganz egal, sag mal, wie professionell jemand tradet, ein Einzeltrade vorherzusagen, ist meiner Meinung nach nicht möglich. Ne? Weil ich sage mal so, wenn das möglich wäre, dann würde ich ja nicht sagen, ich handle 1% oder ein halbes Prozent pro Trade, dann würde ich sagen, ich handle 50% pro Trade, wenn ich halt weiß, dass genau dieser Trade läuft. Ja? Also von daher, wir handeln halt immer nur in Wahrscheinlichkeiten. Für mich ist tatsächlich immer sehr interessant und das kann ich nur wirklich so weitergeben. In dem Moment, wenn ich hier so einen starken Aufwärtstrend habe, dann will ich long rein. Ja, ich sag mal, selbst wenn jetzt im Prinzip der halt schief laufen sollte, ist halt dann so. Aber ne, tendenziell sieht man auch hier, wenn ich hier long einsteige, ich habe sehr viele, das sind jetzt Stundenkerzen, aber ich habe natürlich ganz, ganz viele grüne Kerzen, wo der Markt steigt. Und genau das möchte ich natürlich ausnutzen. Ja, und typischerweise, wenn wir vor so einem Allzeithoch stehen, klar kann da ein Abverkauf kommen, aber dadurch auch, dass die anderen Märkte jetzt stark hochgezogen haben, die also auch jetzt die Fantasie haben, dass die Notenbank Zinsen senken kann. Ja, ich würde eher tippen, dass wir dieses Hoch hier zeitnah sehen und dass es vielleicht dann nach dem Hoch erstmal wieder einen kleinen Rücksetzer gibt, dann vielleicht weiter rauf gibt. Ja, aber dementsprechend, also will ich, wenn ich einen starken Aufwärtstrend habe, möchte ich auch kurzfristig tendenziell probieren, in diesen Aufwärtstrend reinzukommen. Ich mache es ein bisschen größer, dass ihr es ein bisschen besser sehen könnt. Und da auch im Prinzip ruhig mal gucken, welches Instrument ist da für euch interessant. Lustigerweise, und das ändert sich auch mal wieder aktuell, der Nasdaq läuft nicht parallel zum US 30 oder zum DAX. Ja, wir sehen DAX und US 30, also Dow Jones, läuft relativ parallel, Nasdaq nicht. Auch das ist immer mal wieder anders. Manchmal laufen die stark parallel. Wir hatten auch schon mal so ein halbes Jahr bis ein Jahr, wo es tatsächlich so war, dass wenn der DAX oder Dow, der ist so gegangen, so nach oben, und im gleichen Moment ist Nasdaq parallel nach unten gegangen. Also wir hatten quasi eine inverse Chartbeziehung gehabt. Also ganz interessant, ist eigentlich total untypisch, weil man halt immer sagt oder sogar wissenschaftlich nachgewiesen hat, dass eigentlich steigt Butter, steigt Käse. Also in dem Moment, wenn Aktien steigen, steigen die Mehrheit der Aktien, egal ob das China, Deutschland, USA ist oder so. Aber tatsächlich haben wir mal eine kurze Zeit gehabt, wo das von Technologieaktien im Vergleich zu anderen Aktien tatsächlich gegengesetzt war. Also das ist halt auch der Grund, die Märkte ändern sich immer wieder. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass wir auch da sozusagen täglich üben oder regelmäßig üben, um halt immer wieder auch auf diese aktuellen Marktgegebenheiten drauf eingehen zu können. Vielleicht als weiteres Beispiel, wir haben das sonst immer so gehabt, war so eine alte These und Theorie, dass wenn der Dollar sinkt, dass die Rohstoffe steigen. Ja, das war so ganz, ganz typisch, das habe ich schon vor irgendwie 12, 13 Jahren lernen dürfen. Und das war auch quasi immer so bis 2020. Wenn ihr euch das jetzt anschaut, 2020 läuft der Dollar und die Rohstoffpreisentwicklung identisch. Beides steigt. Ja, das kann man hier mal ganz, ganz gut sehen. Euro-Dollar, Tageschart. Jetzt haben wir die Büro-Punkte, die schmeiße ich mal eben raus. Die brauchen wir hier nicht. So. Dann machen wir hier Monat. So, noch ein bisschen kleiner. Genau. Wichtig halt jetzt hier, ne, das ist der Euro-Dollar, also der Preis des Euro. Ne, wenn der Dollar steigt, heißt natürlich, der Euro fällt.
Das ist das genau hier. Also seit 2020 fällt der Euro stark. Sorry, doch, fällt der, also im Prinzip steigt der Dollar. Und auf der anderen Seite, wenn wir uns jetzt noch einen Chart aufmachen von Öl oder dergleichen, die Rohstoffpreise steigen auch. Also Dollar steigt und Rohstoffe steigen, war bis vorher sehr, sehr untypisch. Also das sind halt auch so Sachen, dass man da weiß, es ändert sich halt immer wieder. Ja, und das ist das, weswegen wir immer wieder dranbleiben müssen und halt schauen müssen, was ist die aktuelle Marktgegebenheit, weil Börse ist ja letzten Endes so, dass wir natürlich irgendwie probieren, auf einen fairen Wert zu handeln, wie bei einer Aktie, dass wir sagen, ist unterbewertet oder sowas. Aber letzten Endes die kurzfristige oder die mittelfristige Preisbildung ist tatsächlich, wie verhandeln Käufer und Verkäufer. Ja, und dementsprechend gibt es halt auch so viele nicht rationale Dinge, dass wir halt sagen, auch die Preise steigen, steigen, steigen. Also was zum Beispiel, ne, der deutschen Wirtschaft geht's nicht so gut, wie zum Beispiel der amerikanischen Wirtschaft. Und trotzdem ist der DAX jetzt schon wieder auf einem Allzeithoch. Ja, passt irgendwo nicht zusammen. Kommt aber einfach daher, dass in dem Moment, wenn halt sehr viele Anleger auf einmal kaufen und in dem Moment, wenn der Kurs steigt, dann kommen natürlich immer mehr. Also das sehen wir auch bei Fonds und dergleichen, dass ein Fonds bekommt die meisten Gelder mal zugeflossen in dem Moment, wenn die Kurse stark angestiegen sind. Nicht, wenn die Kurse unten sind. Wenn die Kurse oben sind, dann kaufen mehr Leute. Das heißt also, die Herde verhält sich prozyklisch. Also die kaufen in einen Trend rein. Und dann kann natürlich auch, wenn wir wissen, dass also umso weiter die Kurse steigen, umso mehr Geld reinfließt. Das ist der Grund, weswegen so Trends, ne, wo man sagt, der Kurs muss doch eigentlich fallen und der übertreibt und steigt und steigt und steigt. Ja, das ist der Grund, ne, und dementsprechend, ne, das ist auch der Grund, weswegen wir mit dem Trend handeln wollen, ja, weil das ganz typische Marktmechanismen sind. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass wir jetzt hier weitergehen. Mal gucken. DAX fällt weiter, interessant. Ja, aber hier zum Beispiel auch, ne, interessant, wenn wir sehen, Abwärtstrend. Ja, dann ist hier kurz grün im Abwärtstrend. Hier unten wird es rot. Stopp hier drüber. Ja, da haben wir 12 Punkte. Und dann saust der 90 Punkte runter. Also das ist etwas, das muss ich gar nicht groß vormachen, sondern tatsächlich mehrere Charts aufmachen, setzt euch dran, guckt euch das an, ne, und dann halt auch, wie gesagt, überlegen, wann sind die Trendphasen, das ist wichtig. Ja, also wir könnten zum Beispiel kein Handelssystem drauf hin programmieren und sagen, handel immer, wenn der grün wird oder handel immer, wenn der rot wird. Ja, so einfach ist es nicht. Wenn wir das könnten, dann würde ich euch hier einen Roboter anbieten. Ja, der dann auch von FX finanziert werden könnte. Ne, also von daher, wir müssen als Trader schon noch quasi sozusagen die Grundvoraussetzungen, die Grundweichen stellen und halt überlegen. Also ähnlich wie bei einem Piloten, ne, der hat natürlich auch einen Autopiloten, dass das Flugzeug komplett alleine fliegen kann. Aber der muss entscheiden, starte ich überhaupt, ja, wenn also Unwetter angesagt ist, wenn Schnee angesagt ist oder so, dann starte ich halt gar nicht. Und genau das ist quasi unsere Aufgabe, was wir hier machen wollen, dass wir halt überlegen, wann kann es zu Trendmärkten kommen? Ja, und dann wollen wir sagen, okay, jetzt wird gehandelt und in Phasen halt, wo wir halt sehen, der Markt ist uneindeutig, wir haben keinen Trend und das Instrument passt nicht. In dem Moment wollen wir halt im Prinzip gar nicht damit handeln. Ne, und das mal üben und wie gesagt, gerne halt auch so, also was sich bisher bewährt hat, wirklich ist M1, M3, ne, oder auch im Prinzip M5. Auch im Prinzip das kann man handeln, wie man hier sehr schön sieht. Ja, und auch gerade so ein bisschen auf die Zeiten achten, auf die Instrumenten achten und auch auf die allgemeine Marktsituation. Ja, also mal zum Beispiel zwischen den Tagen wird wahrscheinlich oder sind die Märkte tendenziell ruhiger. Das heißt, das habe ich im Hinterkopf. Da warte ich also auch dann erst auf eine Bestätigung, dass es zu einem Trend kommt und steigt nicht einfach dann blind ein, weil ich ja weiß, dass der Markt tendenziell ruhiger ist in der Phase.
So, wir wollen nochmal zurück. Virus Check. So, ich will ja, ich hatte ja gesagt, ich wollte gar nicht den TPN setzen. Ich hatte ihn jetzt mal hochgezogen, sondern wir wollen nochmal gucken hier. Ich ziehe ihn erstmal weg, gerade wo wir jetzt hier, ich ziehe mal hier oben Richtung Allzeithoch erstmal. Ja, weil das ist halt auch zum Beispiel so was Typisches, dass wir im Dezember haben wir die sogenannte Window Dressing, heißt das, also quasi das Fenster dekorieren. Hat aber mit den Fenstern nichts zu tun, sondern kommt aus dem Englischen, dass sich Fonds mit den Gewinneraktien für das aktuelle Jahr eindecken wollen. Ja, und das heißt natürlich in dem Moment, wenn wir jetzt sehen, dass wir quasi ab November einen absoluten Bullenmarkt hatten, das heißt die Aktienmärkte, die sind nach oben, dann ist das natürlich für einen Fonds nicht schön, wenn der am 31.12. ausweist, er hat nur 50% Aktien und er hat 50% Cashquote. Ja, sondern da erwartet man als Anleger, dass der natürlich gut investiert ist. Und wenn er natürlich dann jetzt noch eine Cashquote hat, dann wird er da natürlich probieren, dass er entsprechend in Aktien reinkommt und halt dann nochmal kaufen, damit man am Jahresende quasi die guten Aktien auch und auch eine gute Aktienquote ausweisen kann. Ja, das nennt sich Window Dressing. Und dementsprechend, also ist das etwas, was meistens kommt, was leider nicht immer kommt. Wir können immer nur in Wahrscheinlichkeiten sprechen. Na, aber deswegen bin ich davon oder deswegen weiß ich, wenn ich in einem Aufwärtstrend bin, wir sind Richtung Jahresende, wir sind jetzt im Dezember, ja, dann habe ich natürlich, ich sag mal, viele Punkte, die ich abhaken kann, dass der Kurs tendenziell steigen sollte. Und deswegen bin ich auch mit VP jetzt relativ beherzt long eingestiegen. Würde ich sonst nicht machen, sonst in so einer Phase würde ich halt erst abwarten, dass wir das höhere Hoch hier haben, also zu diesem Hoch. Und dann das nächste Handelssignal probieren, long zu nehmen. Einfach halt deswegen, ne, weil erst wenn wir hier das nächste hoch haben, das ist ja unsere Trendfortsetzung. Ja, ich zeige das nochmal eben. Aber wir haben ja in dem Moment, wenn wir hier so einen Markt haben und der geht so rauf und geht dann sowas, dann ist Trendfortsetzung nach oben, heißt, wir brauchen ein höheres Hoch hierzu. Also erst wenn der hier drüber geht, das ist dann unser Signal. Jetzt kann es weitergehen und dann suchen wir den Long-Einstieg und gehen entsprechend rein. Ja, aber einfach weil quasi die Vorgeschichte sehr stark long ist, na, dann will ich long rein. Deswegen bin ich auch hier direkt mit dem ersten Handelssignal long eingestiegen. Also im M3, ne, deswegen also ein bisschen später als quasi die M1-Minute, das jetzt hier anzeigt. Und ich trage auch nochmal für euch den Chat ein, wie das heißt, was die Fonds machen. Könnt ihr gerne mal nachgoogeln. Window Dressing heißt das. Ist jetzt im Chat drin. Also, wenn das interessiert, findet man relativ viel dazu. So, hier ist der nächste Widerstand. Ich möchte also auch entsprechend abwarten, bis wir hier oben hinkommen. Ich möchte jetzt nicht zu früh nachziehen. Es ist schon jetzt aktuell in Ordnung und auch typisch, dass man korrigiert. Das ist das, was ich gesagt habe, wenn wir diesen Aufwärtstrend haben. Das ist halt immer, wenn er so ein Hoch durchbricht, heißt leider nicht, dass er einfach weiter steigt, der Kurs, sondern es kann erstmal zum Rücksetzer kommen und dann weiter hochgehen. Ja, deswegen lassen wir unseren Stopp auch noch hier unten drunter. Es kann natürlich passieren, dass er noch hier runterkommt und dann, also wenn er nicht quasi einen Trendwechsel macht und hier runtergeht, das kann auch mal kommen, aber dann von der Wahrscheinlichkeit her, ist das, was wir machen wollen, dass wir also den Stopp nicht zu eng ranziehen wollen, nicht zu schnell nachziehen wollen. Ja, wir wollen dem Kurs auch immer die Möglichkeit geben, dass er entsprechend ansteigen kann. Und dann, wenn er nachhaltig angestiegen ist, also bis hier zu dem nächsten starken Widerstand, da will ich definitiv nachziehen, weil wenn er hier nicht durchkommt und runterkommt, kann es halt auch sein, dass wir zu einem Trendwechsel kommen. Wahnsinn, hier DAX hat jetzt gleich komplett korrigiert hier, das, was von der Fed sozusagen gestern Abend aufgebaut worden ist. Das werden wir uns auch hier anschauen, weil sowas ist interessant. Na, das haben wir häufig, dass sowas korrigiert wird. Dann natürlich, wenn das korrigiert worden ist, ja, dann hat man es häufig, dass der Kurs dann wieder dreht und dann doch wieder nach oben geht. Aber wir müssen natürlich auch bedenken, was ich eben sagte, wir haben, boah, ich muss mal die Pivotpunkte rausnehmen, sorry.
So, ne? Wir haben natürlich auch jetzt schon hier das Allzeithoch deutlich überschritten. Also das halt, dass wir hier wieder einen Rücksetzer haben, das ist auch meiner Meinung nach wahrscheinlicher als wie wir das im Nasdaq haben. Ja, US 30 ist aber schon auch schon wieder angezogen, ist tatsächlich erstmal nur der DAX, der so runterzieht. Also da für uns interessant, hier mal zu gucken, kommt er hier unten drunter. Ich mache mir hier mal einen Alarm hin, so dass wir das mitbekommen. Sagt Nasdaq, lasse ich so laufen. Das passt soweit. Und hier können wir auch noch mal eben gucken. Die Pivots auch mal eben raus. Die bringen uns heute sowieso nichts, weil wir gestern so eine hohe Volatilität hatten. Und dann ist halt immer so in dem Moment, wenn man gestern eine hohe Schwankung hatte, dann sind die Pivotpunkte sowieso sehr weit auseinander heute. Die werden ja immer aus den gestrigen Kursen ausgerechnet. Also von daher ist das jetzt eh nichts, was wir, oder was ich zumindest jetzt nicht benötige. So, ich wollte nur kurz mal hier gucken. Ja, genau, aber da sind wir nämlich auch schon über das Allzeithoch drüber. Also tatsächlich Nasdaq war einer der wenigen, der jetzt da noch nachziehen muss. Ein Thema schreibt Verfall DAX. Verfall ist eigentlich immer freitags. Also dürfte heute nicht sein, oder ich habe irgendwas übersehen. Das ist aber immer freitags, also dürfte heute an der Eurex nicht sein. Können wir mal eben hier in den Wirtschaftskalender reinschauen. Ne, Zinsentscheid, wie gesagt, hatten wir heute von der EZB, hat man im Prinzip fast nicht gemerkt. Ja, und wir sehen auch, wie es eigentlich so zu erwarten war. EZB macht meistens das Gleiche wie die FED. Ja, also Zinsen haben sie so gelassen, wie es im Prinzip vorher auch war. Ne? Wir haben es hier gesehen, also gestern 20 Uhr bei 5,5% geblieben, aber diesen positiven Ausblick gegeben. Ja, meiner Meinung nach hätte die EZB nochmal anheben können. Das hätte zumindest den Euro noch was abgestützt. Und wir haben ja immer noch eine deutlich höhere Inflation, als das die Amerikaner haben. Ach so, die Meinung war, dass halt die Kurse für morgen runtergedrückt werden. Ja, sowas im Prinzip kann sein, ne? Also das ist auch etwas, was wir tatsächlich sehen. Ne? Also es gibt ja, also ich habe, glaube ich, hier schon mal das Webinar gehalten, wie institutionelle so die Kurse beeinflussen und absolut, ne? Also dass man, ne? Also das, was man immer denkt, dass die quasi den ganzen Tag irgendwelche Kleinen abfischen. Ich glaube, das konnte ich da sehr schön nachweisen, also rein mathematisch, dass das gar nicht möglich ist. Ne, einfach weil, wenn ein Großer mit einem großen Volumen handelt und ein Kleiner hat ein kleines Volumen, dann kriegt der Große sein Volumen gar nicht unter. Aber absolut richtig, in dem Moment natürlich, wenn es um so Verfallstage geht, wo es ja dann darum geht, ob Optionen einen Wert haben, weil der Kurs zum Beispiel über 16.600 oder unter 16.600 steht, da fängt das Spielchen an. Und das ist ja auch exakt das, was wir auch gerade kurz vorm Verfall sehen. Also meines Erachtens eher kurzfristiger, dass tatsächlich freitags in den Stunden davor, wo es dann auch volatiler wird, dass man das dann sieht. Aber das ist natürlich etwas, das weiß man ja nicht, wann die anfangen. Also kann gut auch sein, dass da auch schon große Holz schon anfangen und probieren, dass halt Kurse nicht über ganz gewisse Widerstände oder nicht, oder dass Kurse unter ganz gewisse Unterstützung durchgehen, ne? Weil, wie gesagt, es gibt auch andere Trendhändler. In dem Moment natürlich, wenn der Kurs hier nicht drüber geht und fällt hier drunter, dann kommen mehr Short Trader in den Markt, als wenn der uns hier noch ein Long Signal gibt, ne? Also sowas kann, das kann durchaus sein. Und dieses Spielchen ist ja genau das, wo sich natürlich keiner in die Karten gucken lassen will, weil ja jeder gegen jeden handelt. Ja, aber trotzdem, also mal ganz egal, ich sag mal, wie die Spielchen sein können, ne, das, was wir sicher sagen können, ist, dass den Trendverlauf, den im Prinzip sehen wir, ne, das andere ist halt alles im Prinzip hypothetisch, und wir wollen ja immer nach gewissen Handelsregeln, nach gewissen Mustern vorgehen, ja, die wir auch replizieren können, die wir duplizieren können, ne, und dementsprechend ist für mich ein starker Trend immer, ja, das ist eines der wichtigsten Dinge, die ich mir anschaue.
So, DAX aber hat sich, glaube ich, noch nicht gemeldet, oder? Ne, okay. Aber da würde ich schon mal tippen, dass wir hier drunter gehen. Aber heißt nichts. Ne? Manchmal gibt es auch Einstiege, die ich setze, die werden um einen Millimeter verpasst. Also ja, an der Börse darf man niemals nie sagen. Nochmal jetzt hier. Ja, der Dow Jones hat schon gedreht. Zoomen wir ein bisschen rein. Mal, der läuft, okay. Und so, die ist schon lang, okay. Aber jetzt haben wir natürlich auch hier, jetzt haben wir hier wieder das Hoch, Rücksetzer hoch, also auch, dass wir wieder im Aufwärtstrend sein könnten. Ich würde jetzt hier auch gerne probieren wollen, im Moment, wenn wir hier ein Long-Signal kriegen, auch hier nochmal long reinzukommen. So, stelle hier auf einen Klick um. Haben wir jetzt 57. Da haben wir aber gerade wahrscheinlich die Dickkerze gehabt, dann dauert es noch ein bisschen. Ja, das ist die 57-Kerze, das heißt, genau, dann jetzt haben wir 58. Dann ist also die 16-Uhr-Kerze, die überhaupt erst grün werden könnte. Können wir noch ein bisschen abwarten. Also das ist auch etwas, das kann man ganz gut machen, dass man sich eine Uhr oder ich zum Beispiel habe ja quasi meine Windows-Uhr so eingestellt, dass die auch die Sekunden anzeigt, ja, dass man also dann, wenn da auch weiß, ja, jetzt kann ich also warten, weil hier ist natürlich schon, und ich muss ja hier abwarten, bis die nächste Kerze kommt bei dem Indikator, ne, und dann habe ich damit im Prinzip gar keinen Stress, dass ich da auf irgendwas, oder dass ich da jetzt auf der Lauer liegen muss, weil ich weiß, erst um 16 Uhr kann überhaupt dann der Farbwechsel kommen. Ja, wäre natürlich gut, wenn der Kurs hier entsprechend auch über diese alten Hochs drüber geht, und dass wir dann richtig tatsächlich die richtige Trendfortsetzung auch von heute Nacht sozusagen haben. Jetzt haben wir gleich. Ist noch grau. Ich mache mal Folgendes. Also ich mache den dann immer aus. Das geht ja mit einem Klick kann man die Pending Order setzen. Das heißt also dann ein Klick rein, blau ist Einstieg. Dann noch ein Klick für SL, ne, rot wäre quasi dann der Ausstieg, dann kann man die noch entsprechend verschieben. Ne, und dann könnte ich halt sagen, ordern, ne, und dann wird hier direkt eine Pending Order raus machen, eine Sell Limit jetzt in dem Beispiel. Ne, einfach nur, dass ihr das auch mal sehen könnt. Das ist also ganz, ganz simpel. Ne, ich kann auch sagen, ich möchte quasi hier long einsteigen und der SL, der soll hier unten drunter ordern. Ne, auch dann macht er hier jetzt eine Buy-Stop-Order. Also macht er alles automatisch. Da muss ich nichts mehr machen. Ne, dass ihr das halt einmal sehen könnt. Und dann wieder mit nochmal einen Klick. Jetzt ist er scharf gestellt. Da aufpassen. Wenn ich jetzt einmal reinklicke, dann handelt er schon. Deswegen stelle ich ihn immer entsprechend aus. Ne, weil dann kann ich hier im Chart reinklicken und unten verschieben. Und ich weiß ja auch, dass jetzt bei 3 Minuten erst um 16:03 Uhr überhaupt die nächste Kerze kommen kann. Wir gucken jetzt nochmal zurück auf US-Tech.
Ja, sieht natürlich jetzt nicht ganz so gut aus, aber egal. Wir wollen drin bleiben. Ja, noch ist vom Aufwärtstrend das ja intakt, dass wir hier diese, ne, hoch, tief, hoch, also sollte eigentlich nicht hier drunter gehen, aber natürlich, umso näher hier hinkommt, so ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass er drunter gehen kann. Aber das sagte ich ja, ne, dass wir also jetzt hier oder dass ich die Performance nicht über eine Trefferquote hole, sondern halt, wenn ein Trade läuft, dass ich da mit einem engen Stopp drin bin und dann halt über das Vielfache entsprechend handeln kann. Jetzt kommt der DAX auch langsam runter. Und 16:02 und 8 Sekunden, also haben wir jetzt noch 50 Sekunden, dass die nächste Kerze kommen kann, jetzt hier im M3. Komm, rauf mit dir. Ja, jetzt haben wir hier sogar eine rote Kerze. Wie gesagt, für mich hier kein Ausstieg bzw. kein Short-Einstieg, ne, einfach weil wir absolut long sind. Es, ne, wäre halt erst quasi, dass ich überhaupt noch einen Short-Einstieg suchen würde in dem Moment, wenn wir den Ausbruch nach unten hätten, ne, und wir haben dann wieder einen neuen Farbwechsel Short, dann kann ich entsprechend Short handeln. Ne. Ich meine, noch, auch wenn es halt knapp ist, noch ist der Aufwärtstrend hier intakt. Ich hoffe mal, dass das hier hält, aber ne, das werden wir gleich entsprechend sehen. Das kommt noch nicht hier unter das Tief. Okay. Bleiben wir jetzt erstmal hierbei. Jetzt sind wir wahrscheinlich gleich raus. Ja. Ah, jetzt ist der DAX hier durch, okay.
Ja, jetzt geht er wieder hoch, aber ja, das ist schlimm, dann wird man sich dran gewöhnen. Das ist halt so, dass in der Theorie haben wir natürlich Folgendes, dass wir halt sagen, wir haben hier unsere Hochs und Tiefs. Ja, und Trendtheorie heißt, man darf natürlich dieses Tief nicht unterschreiten. Aber in der Praxis, ja, es wird halt häufig so sein, dass er irgendwie so dreht, aber manchmal hat man es halt auch, das ist natürlich ärgerlich, aber das gehört einfach mit dazu. Und manchmal hat es auch, dass er halt sowas macht und dann halt erst steigt. Ja, das ist dann so ein bisschen der Unterschied zwischen Büchern und Praxis. Ja, aber ja, das ist nicht schlimm. Ja, das gehört mit dazu. So, jetzt hat der DAX das Tief gemacht hier. Natürlich im Prinzip auch eine schöne Unterstützung hier mit dem alten Hoch. Ja, also da werden wir jetzt mal gucken, wenn er wieder nach oben dreht, ob wir da was machen können. Da würde ich jetzt noch nicht im Sinne Short einsteigen, ne? Aber ihr seht, je nachdem, was ihr für eine Marktmeinung habt, ja, vom Indikator hier natürlich gewechselt und dann ne, Stopp hier drüber. Das sind natürlich dann ganz genau die Trades, die einen richtig nach vorne spülen. Ne? Einfach weil das ist jetzt hier, wenn wir mal gucken, das waren 10 Punkte und das sind 130 Punkte, die wir runtergehen. Das sind ein 13er CRV, also in der Spitze. Ne? Man wird das auch nicht schaffen, dass man da das Maximum mitnimmt. Ne? Aber ihr seht, das ist das Potenzial, was der Indikator hat. Und wie gesagt, dafür einsetzen, üben, gucken. Ne? Und dann, wie gesagt, am besten mit dem Chart-Trader kann man das super handeln, einfach, dass du dann jedes Mal das gleiche prozentuale Risiko hast. Es ist eigentlich untypisch, dass der Nasdaq um jetzt zur hauptamerikanischen Zeit so träge ist. Ja, wenn wir uns auch das mal sonst anschauen. Ne, das ist halt gerade eigentlich so zur Haupthandelszeit, dass da ja, eher mehr kommt, aber ja, dann gerade dann in einem Webinar will er uns dann den oder mir den Gefallen nicht unbedingt tun. Na, ihr seht, dass halt hier gerade so 15:30, dass dann noch da deutlich mehr los ist. Na, oder hier dann, weil das war auch 15:30, dann richtig schön rauf geht. Oder auch hier perfekt, na, Hauptöffnung rauf, zack, runter. Also das sind dann ganz genau die Bewegungen, die wir so eigentlich haben wollen. Oder hier auch. Also bisher, bis auf heute, haben wir immer die Bewegung ganz, ganz gut gehabt. Aber ja, das ist ja nicht schlimm. Es ist ja, mir ist wichtig, dass ihr so die Gedanken mitbekommt, ne, was würde ich machen und wie man damit so vorgehen kann. Und dann ist eh wichtig, sich da selbst dran zu setzen. Ne? Der Indikator zeigt euch im Nachhinein das Gleiche wie im Live-Betrieb. Und dann kann man das mich wunderbar selber ausprobieren und kriegt auch dann nach und nach halt immer mehr Vertrauen in so einen Indikator. So, dann machen wir erstmal noch nichts. Hier auch nicht. Dann können wir mal warten. Ich würde auch hier sogar noch mal ein zweites Mal probieren, Long einzusteigen. Ich gehe da schon fest von aus, dass wir heute oder in den nächsten Tagen da Richtung neues Allzeithoch gehen. Also es wäre sehr untypisch, wenn wir das nicht machen würden. Also und Frage kommt auch, kann ich den Indikator mit anderen Indikatoren verbinden? Ja, absolut. Und das ist ein Indikator, ganz genauso wie jetzt hier zum Beispiel auch der ADX drin ist.
Ja, also wenn du zum Beispiel irgendeinen Filter hast oder du nimmst irgendeinen Trendfilter oder hast sonst irgendeine Indikation drin, dann kannst du das halt damit nutzen. Frage, die auch sonst noch immer kommt, ist, funktioniert der zusammen mit dem Stale Trader? Auch das. Ja, also dann, ne, quasi, dann wäre es halt die Frage, möchtest du lieber den Chart Trader nutzen oder den Stale Trader? Stale Trader hat ja einen ganz anderen Ansatz, ne, dass man da, sag mal, mit mehreren Einstiegen dann arbeitet zum Beispiel. Ja, ich persönlich, ich handle halt tatsächlich ganz klassisch immer ein einheitliches Risiko. Ne, also das ist von daher ein ganz anderer Ansatz, aber könnt ihr beides nutzen. Also da seid ihr absolut frei. Ne, da kann man sich ausloben. Also auch, wenn ihr da schon eine Strategie habt und sagt, ne, mir fehlt noch, dass ich so einen konkreten Einstieg habe, einen konkreten Stop-Loss, dann ist da natürlich der Indikator eine super Hilfe, weil er exakt das bietet. Aber ne, ihr, ne, immer ruhig gerne das Wissen, was ihr von Märkten, vom Traden schon habt, ruhig mit einfließen lassen. Ne. Wir können nicht einfach stupide grün und rot handeln. Ne. Wie gesagt, wenn wir das könnten, dann würden wir einen Handelsroboter nehmen. Da müssten wir nicht unsere Zeit sozusagen verschwenden dann damit. Ne. Sondern es ist schon wichtig, dass wir da mitdenken und die Märkte auch dann, ich sag mal, die typischen Verhaltensweisen wissen, Zeiten wissen, was ich halt eben schon so erwähnt hatte. Jetzt mal hier, das ist natürlich schade, weil das ist ja jetzt aktuell die gleiche Wohler, die wir halt vorher auch hatten. Also hier würde man ja quasi jetzt von außen gar nicht sehen, dass wir eine Markteröffnung haben. Das ist selten, aber das ist natürlich blöd immer, wenn sowas im Webinar ist. Und da ist natürlich schöner, man kann auch mal einen guten Trade zeigen. Aber wie gesagt, ne, das deswegen ne, austesten, anschauen, ne, und der Indikator zeigt euch ja auch, wo die guten Einstiege waren, das dann üben. Und dann denke ich, klappt das auch. Wenn es nicht klappen sollte, da Fragen sind, ne, Anfang Januar wird die neue E-Mail von FFZ mit der Webinareinladung rauskommen. Ne, da gerne die Fragen mitbringen und hier stellen und dann gucken wir uns sowas alles gern an und dann sage ich euch auch meine ehrliche Meinung dann zu solchen Dingen. Was haben wir? 13. Kerze hat gerade angefangen dann. Ja, 12 genau. Na, jetzt kommt aber ein bisschen Bewegung in den Markt. Ne? Er wird zittriger so, also es kommen mehr Ticks rein. Boah, das zählt weiter, Wahnsinn. Da ist die neue Kerze, aber auch noch rot. Ja, anscheinend jetzt doch erstmal hier in der Seitwärtsphase, wie es aussieht. Okay, gut. Aber ich denke, so Systematik, Vorgehensweise, ne, was man so machen sollte, ich glaube, das ist klar. Wie gesagt, wer es noch nicht hat, haben möchte, ne, gerne hier auf diese Seite gehen. Ne, wer den Chart Trader haben möchte, hier unten rechts, also einfach hier hierauf klicken und dann die entsprechenden Daten eintragen. Und ansonsten ist hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, ne, und dann auch hier dann mit dem Video, wie man den Indikator installiert. Ist alles da. Ja, und dann wünsche ich euch, also das war das letzte Webinar für dieses Jahr. Ich wünsche euch also dann eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch. Ja, freue mich, wenn ihr im nächsten Jahr wieder mit dabei seid. Wünsche auch viel Erfolg und auch viel Spaß. Trainen, das soll ein bisschen Spaß machen beim Einsetzen. Ja, und danke nochmal, einen Teilnehmer schreibt noch, ne, man kann auch das als Marktrauschen betrachten, hier, dass man den Stopp was tiefer setzt. Absolut, also auch da bist im Prinzip du ja frei, dass du halt, ne, solche Erkenntnisse mit einfließen lassen kannst und sagen kann, ich möchte was tiefer setzen. Bei mir ist halt so,
dass ich oder dass ich natürlich mit einer höheren Menge logischerweise handle, in dem Moment, wenn der Stopp enger ist. Ja, also von daher nehme ich tatsächlich das Ausstoppen auch bewusst in Kauf, in dem Moment, wenn ich enger handle. Aber wie gesagt, das ist etwas, das muss ja für dich passen. Ne, deswegen gerne ausprobieren, die Erfahrung mit einfließen lassen. Kannst ja auch im Prinzip gerne da mal im neuen Jahr berichten, wie es so gelaufen ist. Und wie gesagt, dann wünsche ich euch eine tolle Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und freue mich auf nächstes Jahr, wenn wir uns hier wiedersehen. Ja, Marc, vielen Dank. Von meiner Seite natürlich auch für alle die besten Wünsche für Weihnachten und alles Gute fürs neue Jahr. Besonders bleib gesund. Ja, Marc, vielen Dank für deine Ausführungen. Ich habe leider Gerne. jetzt, ich weiß den Termin im Januar nicht, wann wir wieder starten, aber ich denke, wir werden das rechtzeitig bekannt geben und dann können sich die Kunden ja auch dafür dann registrieren entsprechend. Ja? Genau. Gut, Super. dann. Wolfgang, Alles danke dir. Gute. Gerne, gerne. Ciao. Tschüss.